Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 auf der UGF Player Map. Mit dabei ist der Lukas. Servus. Jo, das Feld 24 ist fertig abgeerntet. Ich fahre jetzt den Drescher in Richtung Hof zurück. Und ja, dann würde ich sagen, fahre ich zu meinen lieben Rindern, die wir im letzten Part gekauft haben. Der Tierliebhaber trifft. Genau. Und dann sehen wir. Und düngen, genau, düngen ist auch noch so eine Sache und dann schaut die Welt schon ganz gut aus. Bin gespannt, wie lange wir noch brauchen für alles. Oh, ich sag mal. Ja. 3, sagen wir mal 4 Parts, 4 bis 5 Parts, sag ich mal. Locker, ja. Düngen, Ja. obwohl düngen ist nicht mehr so viel, aber Feld 38 sehen ist ewig. Ja, düngen ist, glaube ich, noch alles, oder? Nö, 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 Feld 21 da drüben, das ist schon die Hälfte gedüngt. Feld 22 oder was hat Marvin mal gedüngt? Ach so, aber ja, gut, die anderen weiß ich Da nicht. müssen wir noch gucken, was gedüngt ist und so. Feld 16 ist nicht gedüngt, aber es brauchen wir auch nicht düngen, wenn wir eh krass drauf tun. Weiß auch nicht, wie das jetzt mit dem, können wir überhaupt noch düngen, da wo es schon gewachsen ist, oder? Frick Sachen. Aber ich kenne mich mit der neuen Schwarzkontrolle überhaupt nicht aus. Ist das schon gewachsen? Manche sind schon gewachsen, ja. Da müssen wir schauen, nein. Ja, ich guck dann mal, was da ist. Obwohl hier drüben ist noch alles pechschwarz, also hier muss noch kräftig. Ja. Müssen wir eh gucken, wo wir was hinsehen. Da Dass wir müssen nochmal eine Mais Runde noch Mais anfangen. häckseln können. Ach, ist das ein Gegurke mit dem Häcksler oder mit dem Drescher. 30 km/h, ich merk's. Bin ja Ja. hinter dir. Es ist eine gemütliche Reisegeschwindigkeit, nenne ich das. Ja, kann ich leicht spoilern mit so einem kleinen Hürlimann. Mit dem kleinen Hürlimann vom Standardspiel und dem 4 Meter Horsch Terrano dahinter. Macht Spaß zu gruppern. Auf dem hügeligen Feld, da hast du Ja, dann eine nette Reisegeschwindigkeit von 9 das geht aber noch. Das geht noch. km/h. Ja, aber auch sehr zäh. Bei der Kobra fährt er irgendwie auch nur 12, der Terrano. Klar wohl. Ja, Das ich ist. hab dann irgendwann Richtung Paar 12 oder was das ist, auf der Bildschick habe ich glaube gewechselt mal. Davor habe ich dann Gras gemäht oder irgendwas noch. Ach, ihr habt schon Gras angefangen. Ja, aber das Silo, ich weiß nicht, das fängt ganz hinten an. Da erscheint dann ganz leicht die Textur vom Silo. Ja, das ist der Silo-Mod, den der ist auf der Ente auch verbaut. Das ist ein bisschen tricky. Ja, ist doof irgendwie. Aber das ist beim Rausholen, das ist schön, weil dann ist es nicht so ein Haufen wie normal, sondern der wird halt richtig hoch auch und so. So wie ich das gesehen Ja, habe. es passen 900.000 rein, also da passt ewig viel rein in das dumme Silo. Ja. So, ach, hier sind die dummen Hackschnitzel immer noch. Die kann man auch Der mal. beste Fahrer hat sich jetzt gerade verfahren. Ah, sehr schön. Nee, tun wir das Schneidwerk noch irgendwo unterbringen, das. Erwaschen soll. Wenn nicht, das einfach nur hin, dann irgendwann erwaschen. Also ich stelle es mal in die Garage, zumindest. Wir sind ja hier Leute, wo ihr Maschinen waschen. Sehr gut. Genau. Ich So, bin der Putzmann. was brauchen wir? Fentitus? Nein, wir brauchen den New Holland. Den hängen wir weg. Da machen wir die Bremse raus. Was ungewohnt ist, dass die Wendeschaltung am Anfang ausgeschaltet ist. Die habe ich alle schon deaktiviert, bevor du hier warst. Ach so. Weil ich weiß, dass du sie nicht besonders magst und ich auch nicht. Nö, ab und zu fahre ich wohl mit der, aber ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. So, dann gucken wir mal, wo der dumme Frontlader. Ach, der steht unten, glaube ich. Mal gucken. Ja, hier stehen die. Oh ne, jetzt hängt er. Ist das dumm. Naja, notfalls kaufen wir noch mal eine Gabel.
Oder was ist das dahinter? Dahinter ist die Palettengabel. Ja, das ist die Palettengabel. Ich nehme mal die Schaufel mit. Plus Agroliner am besten. Vielleicht noch ein Gewicht. Oh, eher weniger. So. Dann muss ich mal gucken, was wir brauchen. Ich nehme mal ein bisschen Gerste mit und dann gucke ich mal, was da noch so fehlt. So, und weiter geht's. Ja, ich denke, da werde ich den Futtermischwagen auch noch brauchen. Dann denke ich eine Fuhre voll. Ja. Was brauchen die Rinder? Gerste, glaube ich, oder was das war? Ja, dann fahre ich leer nach zum Hof rauf und nehme oben was raus. Ist das Silo da eigentlich schon fertig, oder? Nö, aber normales Getreide kann ich hier oben rausnehmen. Ja, das ist klar, aber ich... Aber das ist auch, geil im LS17, dass man da das Silo erweitern kann jetzt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt am Anfang genau drin ist. Ich denke mal... 200.000, glaube ich. Oder? Ja. Wenn ich mich jetzt ganz dumm stelle, ich glaube 200.000. Weil das geht ja. Ja, und dann kann man es erweitern durch Silos. Oder so Silotürme. Ist das nur bei den Getreidesilos oder auch bei den Straßensilos? Ist das oder? Ich glaube nur die bei den Getreidesilos. Okay. Ich glaube, du da tust du dann welche bei platzierbaren Objekten kaufen und dann. Mhm. Ja. Ja, das geht aber auch. Und wie, irgendwie kannst du auch PS-Optimierung mit einer platzierbaren Werkstatt. Jo, genau. Finde ich auch schön. Dass man endlich mal richtige platzierbare Objekte hat. Ja, so. Die Garage ist gut. Ja. Bin gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Das ist auch interessant. Bin viel gespannt, wenn das wirklich alles so kommt, dann ist das Spiel meiner Meinung nach schon die 35 Euro wert. Ja, es sind Kleinigkeiten, wo kommen, aber das macht das Spiel, glaube ich, ganz rund. Da zahle ich 5 Euro schon mehr als im Vergleich zu alles 15. Was brauchen wir jetzt hier? Weizen, Körner, Mais, Gerste. Scheiße, hätten wir doch Körner, Mais reinkippen können schon. Ja, egal. Nun suche ich mal das Lager hier. Lager, Lager, Lager. Wer are you? Ach, hier stehen die Mähwerke. Ah. Das Silo ist immer noch zu, aber das wird nach dem Spulen offen sein, denke ich. Denke ich auch. So. Ja, dann machen wir mal Weizen, eine Fuhre, da haben wir ja genügend. Ja. Ja, aber kippt man einfach. Sowieso nicht viel reingehen, denke ich. Nee, ich glaube auch nicht. Machen wir mal so, machen wir mal 15.000 Liter. Naja, dann merkt man das Gewicht, wie sich der T6 auf einmal quält. Mit dem leeren Anhänger fährt er wohl ganz angenehm, aber mit dem vollen. Jetzt würde man den Reifendruck auch sehen, wenn das kommt. Ja, da würde der nach oben gehen. Nee, nach unten. Nach unten. Ich. Kann man dann eigentlich auch den Reifen aufpumpen oder so? Oder? Ich glaube nicht. Das wäre auch noch schön irgendwie. Fütterung. Geh, auskippen. Oh, da gehen nur 5.000 rein. Oh. Mehr nicht. Hat es sich jetzt irgendwas hier getan? Ja, das ist bei Rindern immer so. Die brauchen ziemlich wenig. Stroh, Silo, Futter, Wasser. Wasser haben sie, Stroh haben sie, Mist haben sie. Ich glaube, Silo, Futter muss reinschmeißen. Silo futtern, das heißt normale Silage. Genau. Oh ja, das ist wieder so eine komplizierte Art und Weise. Das wieder runterfahren zum Hof. Silo-Futter. Haben wir am Hof überhaupt noch Silo? Ja, 200.000, glaube ich sogar. Oh, dann geht's ja noch.
Naja. Den Anhänger. Brauche ich den? Brauche ich den nicht? Ja, ich brauche den. Ne? Fahren wir halt wieder runter. Ich würde mitnehmen. Ja, ich nehme mal mit. Es hängt wohl hinten dran. Ja, Kobo macht Spaß. Oh, es geht. Du hast wenigstens eine vernünftige Arbeitsbreite. Und wenn man noch den besten Schlepper der Welt davor hat, dann ist natürlich. Jo. Aber ich bin noch am Überlegen, ob ich nicht irgendwie mal Agrarsimulator nochmal zocken soll. Ach, Simulator. Ja, Ich hab's heute in der Hand gehabt, nochmal. Aber ich dachte mir, ha, soll es das nicht mal, soll es das nicht mal. Welches dann, die 2013er oder? Ja, den 2013er. Ich meine, schlecht war der ja nicht eigentlich, aber Schlecht ja. war er nicht. Er hatte halt seine Bugs und seine Fehler. So wie halt, keine Ahnung, Farmexperte auch oder was gab's noch zum Spiel? Farmexperte fand ich jetzt eigentlich noch von den ganzen, wo gekommen sind, am besten. Dann gab es ja noch Forstwirtschaft, die Ah, war ja auch nicht wirklich. nee. Gut gedacht, gute Ideen, aber nicht gut umgesetzt. Ja. Gut, jetzt soll anscheinend ja bald ein neuer Farmexperte rauskommen. Kam mal irgendwas, hatte ich mal was gelesen. Ja, Farmexperte war eigentlich gut, aber er ging halt sehr auf die Performance. Ja. Das war ein Problem. Was auch gut war, ist ja, Agrarsimulator. Er hat auch diesen dynamischen Boden Ja, das weiß ich. Ja. umgesetzt. War, glaube ich, meiner Meinung nach teils, teils, sage ich mal. Ja. Muss ich echt sagen, ja, Farmexperte hat man gemerkt, dass er doch ein bisschen jünger noch ist, sage ich mal. Im Agrarsimulator hat man gemerkt, dass er älter ist, dass da schon ein bisschen Jahre drauf ging. Aha, Ja. wir haben zwei Schaufeln, okay. Ich habe zwei Schaufeln. Oh. Ach so, hast du, glaube ich, mal gekauft für den Fan. Ach, zum Schaufeln oder was war? Jetzt kommt der schöne Fanpack. Jo, ich weiß noch nicht. Oder wir Ja. behalten ihn. Ja. Keine Ahnung. Was anderes würde mir nicht einfallen, was wegkäme. Nee, den Steuer eigentlich, der ist stark halt. Deswegen würde ich den eigentlich. Ja, von Grubber tut's den echt. T6 vielleicht könnte man wegtun, obwohl er mir auch gefallen würde, aber den könnte man eher noch wegtun. Ja. Wie ist es noch mit Weichkontrolle? Kann ich da übers Gesäte drüber fahren oder ist es auch schon bei der frisch gesäten Fahrspur, weil ich will gerade aus Versehen drüber gefahren. Keine Ahnung, hat's bei dir Fahrspuren gemacht? Beim frisch gesäten macht's nichts. Okay, ja gut, dann ist egal. Dann hat sich die Frage erledigt. Beim frisch gesäten ist scheißegal, aber wenn es schon Wachstumsstufe 1 ist, dann ist großes Malheur. Ach, das heißt, wenn Pflänzchen erscheinen, dann ist. Großes Malheur, genau. Okay, dann habe ich noch mal Glück gehabt. Jo, düngen, aber Feld 25 ist schon gewachsen, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, das ist aber schon gedüngt. Ich glaube, du hast mal gedüngt oder irgendjemand. Ich sah gerade nicht sehr gedüngt aus. Ich kann aber gleich noch mal gucken. Ja. Anhängen und los geht's. Der Axios hat jetzt schon 19 Stunden drauf. Das ist auch nicht schlecht. Ja, 186 Kilometer hat der T6. Ja, aber der Part hat auch sonst schon seine 16 Minuten oder 15 Minuten und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss, Leute. Tschüss.